In die WG hat sie mich verschlagen, weil mir der Stressfaktor im Krankenhaus zu hoch war. Zu wenig Zeit für viel zu viele Patienten. Und daraufhin habe ich mich bei Jedermann, bei der WG, beworben und bin da jetzt seit März 2017. Ich habe hier wieder Spaß an der Arbeit gefunden. Die Unterschiede zu einem Pflegeheim sind einfach die, dass wir von der Patientenanzahl her natürlich viel kleiner sind. Wir haben 9 Patienten oder können 9 Patienten betreuen. Wir sind von den Diensten her so besetzt, dass viel mehr Fachkräfte im Dienst sind oder allgemein Pflegekräfte im Dienst sind und deswegen wir mehr Zeit für den Patienten haben. Es ist familiärer, es ist herzlicher, gerade der Zeitfaktor, das Zeitmanagement ist halt ganz anders.